Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ganz kurz, ich möchte zwei Dinge erwähnen, die bisher noch nicht gesagt wurden. Das erste ist, der Prozess, der jetzt gemacht wurde, der Beteiligungsprozess, der war einzigartig für Dresden. Er war wirklich gut. Er war gut gemacht und die Verwaltung hat sich hier wirklich, wirklich angestrengt. Natürlich kann man alles immer noch viel besser machen, aber dieser Prozess war schon mal, ich sag mal, schon mal nicht eine andere Liga, es war sogar ein anderer Sport verglichen mit dem, was wir noch vor einigen Jahren gemacht haben. Ganz großes Lob hier an die Verwaltung, wie das gelaufen ist. Das Zweite, warum das eventuell dieser Prozess eine Mitmachfalle ist oder beziehungsweise warum das alles nur ein Popanz war, den man gar nicht braucht, das ist natürlich, weil nach dem Prozess der Beteiligung kommt der politische Prozess. Und wenn hier die politischen Parteien von vornherein sagen, es ist uns egal, was damals irgendjemand beschlossen hat, das sind keine Stadträte, keine Stadträtinnen, das ist mir egal, ich will das, was ich will oder das, was aus meinem Telefon kommt, wenn ich angerufen werde, nee, das machen wir jetzt ganz anders, ja, dann ist es natürlich eine Mitmachfalle, dann ist es eigentlich sinnlos. Wenn wir aber es ernst nehmen, wenn wir hier als Rat ernst nehmen, dass das, was da rausgekommen ist, vielleicht nicht 1:1, aber doch schon mal in großen Teilen das Ergebnis eines partizipativen Prozesses gewesen ist und dass wir das auch ernst nehmen, dann hat es natürlich eine Chance. Zweite Sache, die ich hier erwähnen wollte, ist, ich habe so ein bisschen, sage ich mal, ich kriege logischerweise die ganzen Argumente nicht zusammen. Da wird auf der einen Seite gesagt, die Grundstücke sind ganz viel wert, gleichzeitig aber dauert der Prozess ja jetzt noch ewig und es braucht noch ein Umlageverfahren und so weiter und so weiter und so fort. Na, was denn jetzt? Ich dachte immer, wir leben hier im Kapitalismus. Und im Kapitalismus muss ich mir doch überlegen, ich habe hier einen Gegenstand, ein Asset, ein Grundstück. Was ist das wert? Und das ist natürlich das wert, was ich damit machen kann, welche Rendite ich erzielen kann, in welcher Zeit. Und wenn ich jetzt weiß, aha, es dauert jetzt noch 5 oder 10, vielleicht 15 Jahre, bis ich da was mitmachen kann. Und wenn ich weiß, ach, mein Geschäftsmodell ist eigentlich nicht, Wohnungen zu bauen, sondern mein Geschäftsmodell ist etwas völlig anderes, naja, dann werden halt die wahrscheinlich nach kapitalistischen, logischen Überlegungen die Grundstücke verkauft werden. Und der Antrag, der jetzt vorliegt, will ja nichts anderes, dass in diesem Prozess jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, dass die Stadt dann sagt, hey, wir hätten auch Interesse dran. Und dann kann doch der Kapitalismus es so machen, wie es ist. Dann gibt es halt der bietet, der kriegt dann halt sozusagen dieses Grundstück und die anderen halt nicht. Aber wenn es die Stadt ist und wenn das ein guter Schnapp ist und wenn wir dann, Herr Löse hat es ja gesagt, Stadtentwicklung, wir sind alle gewählt, ich bin gleich fertig, wir sind alle gewählt hierfür, dafür verantwortungsvoll Dresden zu entwickeln. Und Stadtentwicklung gehört dazu, dazu gehören Grundstücke. Deswegen finde ich diesen Antrag sehr, sehr gut. Im Übrigen, alles, was darin steht, steht auch so im Piratenwahlprogramm. Dankeschön.